Wir hätten in Senden mehr wir und weniger ich. Das gilt vor allem für die wichtige Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und der Stadtspitze. Wir haben in den nächsten Jahren viele Herausforderungen zu bewältigen, vor allem im Bereich der Mobilität, im Bereich der Bildung und der Betreuung und auch wenn es um die Frage geht, wie wir Senden weiterentwickeln wollen, zukunftsfähig und so, dass es die Stadtkasse nicht überfordert. Das müssen wir miteinander machen. Wir brauchen schnelle und vernünftige Entscheidungen am Ratstisch, ohne dass wir dabei auf persönliche Befindlichkeiten Rücksicht nehmen müssen. Diese Frage kann nicht ich beantworten, das müssen die Wählerinnen und Wähler am 15. März tun. Ich kann sagen, warum ich kandidiere und warum ich glaube, dass Senden einen Bürgermeister braucht, für den das Wohl der Stadt an erster Stelle steht. Ich möchte Brücken bauen, wo Gräben sind, und ich möchte die Leute motivieren, gemeinsam mit mir Senden in eine gute Zukunft zu führen. Das ist meine Motivation. Was die Chancen betrifft, gewählt zu werden, auch diese Frage können andere vielleicht besser beantworten als ich. Vielleicht hängt es auch davon ab, wie sehr wir es schaffen, Leute zu motivieren, überhaupt zur Wahl zu gehen. Wir hatten vor 6 Jahren in Senden eine sehr geringe Wahlbeteiligung, was sich dieses Mal hoffentlich ändert. Meine Pläne nach der Wahl, falls es nicht klappen sollte, ich würde weiterhin in meinem Beruf arbeiten und ich werde mich hoffentlich weiterhin im Stadtrat der Stadt Senden und in diversen anderen Ehrenämtern für die Stadt engagieren, wie bisher auch. Wir haben in Senden dieses Angebot bereits an einigen Standorten in der Innenstadt, etwa beim Rathaus und auch bei der Stadtbücherei. Und vor allem Jugendliche nutzen dieses Angebot auch sehr gerne. Ich möchte dieses Angebot auf jeden Fall aufrechterhalten und wenn möglich ausbauen. Mobilität kostet viel Geld und Mobilität darf auch Geld kosten. Was wir allerdings unbedingt brauchen, ist eine Tarifstruktur, die deutlich günstiger ist als heute und deutlich einfacher zu verstehen, damit der öffentliche Personennahverkehr eine wirkliche Alternative zum Fahren mit dem Auto wird. Ich verstehe Leute, für die ein Feuerwerk an Silvester zu einer guten Tradition gehört, aber ich verstehe auch diejenigen, die sagen, dass das Ganze eine Lärm- und eine Umweltbelästigung darstellt. Abhilfe könnte man schaffen, indem man eine zentrale Veranstaltung anbietet, vielleicht mit einer Light- oder Lasershow, wie das andere Kommunen schon machen, und damit den Anteil des privaten Feuerwerks langsam aber sicher reduziert. Bereits jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger in Senden ja die Gelegenheit, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen und auch Ideen für Projekte in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Bevor ich über einen Bürgerhaushalt spreche, würde ich lieber über mehr politische Beteiligung und auch über mehr politisches Interesse seitens der Bürgerinnen und Bürger sprechen. Daran müssen wir arbeiten, die Bürgerinnen und Bürger mehr an unsere Arbeit heranführen und dafür sorgen, dass sie auch mehr dafür Interesse entwickeln. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Gerade Senden ist eine Handelsstadt und ich finde es auch in Ordnung, dass zweimal im Jahr die Händler in Senden die Gelegenheit haben, sich und ihr Angebot einem breiteren Publikum zu präsentieren. Es sollte aber dabei bleiben bei diesen 2 Sonntagen im Jahr. Ja, Senden hat einen hohen Gewerbesteuerhebesatz von 380 Punkten. Man hat das vor vielen Jahren so beschlossen, weil es auch damals schon große Investitionen, vor allem im Bereich der Altlastensanierung und der Bildung gab. Wir stehen jetzt wieder vor ähnlichen Herausforderungen und werden deswegen auf mittelfristige Sicht diesen Hebesatz nicht senken können. Glücklicherweise ist es für die meisten Betriebe in unserer Stadt ein durchlaufender Posten. Sie können also diese Gewerbesteuer verrechnen und haben dadurch keine Nachteile. Die Mietpreisbremse ist ja eigentlich dazu da, um dafür zu sorgen, dass die Mieten nicht in astronomische Höhen steigen und Leute bezahlbaren Wohnraum bekommen. Dummerweise gilt sie ja in vielen Bereichen gar nicht, beispielsweise bei Neubauten oder nach umfangreichen Sanierungen. Deswegen bin ich der Meinung, man kann das Problem des nicht bezahlbaren Wohnraums am besten dadurch in den Griff bekommen, wenn man interkommunal darüber spricht, wie wir mehr Wohnraum schaffen können. Eine Stadt wie Senden mit dieser kleinen Gemarkung, die wir haben und den großen Herausforderungen, auch den vielen Wohneinheiten, die bereits in Planung sind, wird diese Frage nicht alleine beantworten können. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir das Thema bezahlbaren Wohnraum auf Kreisebene diskutieren.